Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, und heute spiele ich mal ein paar Duo-Kämpfe in Clash Royale und wie ihr schon gesehen habt, bin ich zurück. Endlich bin ich zurück, so, nach 3 Monaten und ja. Ja, ich fordere hier jetzt erstmal die Flugmaschine an und würde sagen, dass wir dann gleich zuerst mal ein paar Kämpfe machen. Ja, ich bin gerade eben. Ja, ich bin Level 11, habe alle Legendaries. Mir fehlt dann nur der Skelettballon, der. Meine Fresse. Der in 10 Tagen rauskommt. Und ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal meinem Lieblingsdeck. Da Pekka, Eisgeist, Lakaien, Sepp, Megaritter, Pumpe, Banditin und Elektromagier. Machen wir jetzt einfach mal ein paar Duo-Kämpfe. Aber davor machen wir noch ein riesiges Chest-Opening. Nämlich. Ja. Öffnen wir jetzt die Goldtruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe diese Truhe noch nie geöffnet. Für alle, die es nicht verstehen, das ist jetzt Ironie. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott, 200 Gold, so viel. Oh mein Gott, fünfmal Feuergeister, das hätte ich nie gedacht. Oh mein Gott. Dann 7-mal den royalen Riesen, Königsriese. Oh mein Gott, wie krass, wie krass. Dann 22 Mal die Lakaien. Ich sterb gleich vor Aufregung. Was wird das für eine Karte? Wird es eine seltene? Oh mein Gott, ich bin so gespannt. 4-mal der Heilzauber. Ich rast gleich aus. Okay, super. So, 8 Truhen haben wir jetzt geöffnet. Meine Magietruhe ist bald back. Da. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal. Ist ein Freund online? Nein, da machen wir jetzt einfach mal ein schnelles Spiel mit einem Random. Und spielen mit dem jetzt einfach mal einen Duo-Kampf. So, okay. Wir haben hier diese Auswahl. Dann würde ich sagen, ich starte einfach mal. Ja, was soll ich machen? Ich starte einfach mal einen kleinen Push. Lakaien und Eisgeist. Gut, das hat er jetzt gut gemacht. Aber trotzdem haben wir ein kleines bisschen Schaden gemacht. Mein Teammate hat einen Funky dabei. Das ist aber nicht schlimm. Ich sitze der Mega-Ritter. Und ja, wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, bin ich nicht so der Pro in dem Spiel. Ich bin nicht so gut. Mir geht es ja nicht darum, dass man gut sein muss im Spiel. Hauptsache, es macht Spaß und ja. Das ist jetzt das erste Video, das ich wieder auf dem Handy aufnehme. Ein bisschen Clash Royale. Ja. Das ist ja ganz okay, ne? Und ja, oh, da sitzen die im Päcker. Den können wir gut abwehren mit dem Mega-Ritter und den Lakaien und dem Elektromagier. Und der setzt einen Defen. Gut, dann mache ich es einfach mal mit. Ach du Scheiße. Das ist jetzt natürlich blöd, dass der jetzt einen Dings gesetzt hat. Ja, wie heißt das? Ein Inferno-Drache. Und ja, ich glaube, da werden wir jetzt ganz schön rasiert. Das kann nämlich gut sein. Denn es sieht gerade nicht gut für uns aus. So viel ist klar. Scheiße. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das erste Spiel haben wir verkackt. Das ist auf jeden Fall schön. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das haben wir wirklich verkackt. Scheiße. Okay, gut, dann setze ich jetzt hier gegen einfach mal die Banditen. Weil es cool ist. So. Okay. Na toll. Ich glaube, gegen die können wir nicht viel machen. Besonders ist mein Team ja doch nicht so gut. Denn Funky ist ein Russe. Und Funky ist, wie man weiß, nicht so die beste Karte. Ja. So viel ist klar. Und wer Funky spielt, der sollte sich mal ein bisschen Gedanken machen, irgendwie, was er da spielt und ob das wirklich so richtig ist und das nicht ein bisschen, ja, schlau, ob das nicht ein bisschen dumm ist, aber so geht das auch. So haben wir jetzt nämlich den Turm geholt. Jetzt holen die leider den anderen Turm. Immerhin brauchen wir dann noch 3 Kronen für die Kronentruhe. Das ist ja eigentlich voll okay. So, vielleicht holen wir auch noch den zweiten Turm. Das wäre halt schon nice. Ich setze jetzt einfach mal den Dings schräg. Und der Tunnelgräber macht ein bisschen Schaden. Der Sepp war komplett scheiße. Naja, das ist ja eigentlich auch egal. Ich glaube, das Spiel haben wir jetzt verloren. Das ist mir jetzt eigentlich theoretisch scheißegal. Und ja.
Okay, super. Toll. Der hat das aber schön gemacht. Super, so, fertig. Wenn wir das jetzt noch holen, ne? Dann werde ich asozial. Nee, dann bin ich nicht asozial. Lol. Ja, nice, Leute, ne? Das haben wir dann doch noch gewonnen. Ja, umso besser. Super, so. Dann würde ich sagen, direkt noch ein Spiel. Scheiße, der Typ hat verlassen. Naja, dann ist ja eigentlich auch egal. Super. Zwei Kronen und eine Silbertruhe. Okay. Dann machen wir es noch ein schnelles Spiel. Aha. Okay, super. Dann setzen wir es einfach mal in die Pumpe als allererstes. Das ist immer gut. Dann holt man sich nämlich ein bisschen Elixier. Okay. Das ist eine Prinzessin auf 2, deswegen bekomme ich die bei meinem Sepp nicht weg. Ach du Scheiße. Die muss ich jetzt leider weg. So machen. Das Schwein sepp ich jetzt einfach mal, damit das keine Dings bekommt. Kein Hit. Das ist immer gut. Oh mein Gott, das sind Spammer. Das wird verfickt schwer, die Leute da zu killen. Na, toll. Super, so. Dann setze ich da jetzt einfach mal einen Päcker gegen, der dann das alles mal tankt. Und dahinter setze ich einfach noch eine Banditin. Und dann müsste das eigentlich auch so relativ gut klar gehen. Ja, so, das ist gesäppt. Und dann bekommt der Ballon 2 Hits, schätze ich. Ne, 3. Der holt den Turm. Der Ballon holt den Turm. Oh mein Gott. Ja, umso besser. Super. So, ich verstehe nicht, was der Typ hat. So, dann setze ich da jetzt einfach mal den Mega-Ritter. Zack. Super, okay. Wir haben guten Push. Wir haben einen sehr, sehr guten Push. Der Mega-Ritter kümmert sich jetzt um den Ofen. Tankt dazu noch. Und die Kobold-Hütte muss weg, denn die nervt. Hoffentlich. Zum Glück haben die keine Barbarenhütte. Oder die haben sie einfach noch nicht gesetzt. Das weiß ich nicht. Und das weiß mein Team natürlich wahrscheinlich auch nicht. Okay, das ist nicht schlimm. Wenn wir die Banditen abwehren, können wir gleichzeitig wieder einen Push starten und können wir auch was abwehren. Umso besser. So. Die Prinzessin. Ey, ich verstehe nicht, was mein Team hat, ne? Die Prinzessin geht jetzt schön da nach drüben und wehrt von da aus ab, solange der Päcker jetzt gleich den Turm holen wird. So, seppen, wir seppen beide. Dann zack, zack, zack. Und der Inferno-Drache ist am Turm. Da kann man immer viel machen. Und wir haben das Spiel gewonnen. Ja, umso besser. Super. So. Eine Goldtruhe. Super. Okay. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ich öffne jetzt noch kurz die Kronentruhe. Und ja, 2 Juwelen, 12 Elite-Barbaren. Ja, super. Und 7-mal der Heil. Okay, 9 Truhen haben wir schon geöffnet. Na. Das wird noch was mit der Quest. Okay, gut. Dann war's das mit dem Video und tschüss.